Guten Tag, Uwe hier von Drucktipps 3D. Heute geht es um den VoxelLab X2 und anders als ihr das von mir gewöhnt seid, ausnahmsweise mal wieder mit einem Video. Leider stehen Chinesen auf Videos endlos, möglichst ohne jeden Inhalt, und so passen wir uns dem halt einfach mal an. Und wer es genauer wissen möchte, der liest unsere Beiträge. Wie gesagt, der VoxelLab X2 Aquila ist eine Weiterentwicklung des Aquila, und dieser wiederum eine 1:1 Kopie vom Ender 3V2. Echte Unterschiede sucht man vergebens. Nichtsdestotrotz, es gibt auch hier wie immer ein paar Kleinigkeiten, die die Drucker voneinander unterscheiden, und ja, die werde ich euch jetzt hier einfach mal zeigen. Größe des Druckers, Druckbereich, Extruder, Hotend, Farbdisplay, Klickknopf, alles wie gewohnt am Ender 3V2 auch zu finden, so auch hier. Ein kleiner Aufkleber sagt uns, hier ist der Chipsatz H32 verbaut. Und wer jetzt im Internet mal etwas sucht, der wird feststellen, da gibt es so einige Sachen, unter anderem das angepasste Professional Firmware von Ender 3V2. Angepasst für VoxelLab Aquila, für Chipsatz G32 und N32, und ausgerechnet unser Chipsatz hier ist also leider nicht enthalten. Zumindest sage ich mal noch nicht. Somit müssen wir uns also mit dem zufrieden geben, was hier von VoxelLab kommt. Und ich klicke mal auf Info. Touch-Display, wie wir gerade gesehen haben, ist also nicht, trotz Aussage auf einigen Bildern. Im Moment habe ich hier die neueste Version, die Version 5.1.7, aufgespielt. Trotz anderslautender Information auf der Seite von VoxelLab lässt sich dieser Drucker leider damit nicht mit Octoprint verbinden, und ja, das finde ich schon einen großen Nachteil bei diesem 3D-Drucker. Was gibt es noch zu sagen? Nun, einige Dinge, die ihr jetzt hier an diesem Drucker seht, sind schon leicht geändert. Das beginnt hier seitlich mit dem Rollenhalter, den ich nach dem Vorbild des CR6 von Creality ein wenig mit ein paar geänderten, gedruckten Teilen seitlich positioniert habe und der sich hier einklappen lässt. Was an Unterschieden hier gegenüber dem Ender 3 zu finden ist an diesem Drucker, ist der Z-Endschalter, der sich hier dank Klemmverbindung verschieben lässt und somit es ermöglicht, bei geänderten Druckbettauflagen die Höhe entsprechend anzupassen.
Ansonsten kommt dieser Drucker genauso wie der Ender 3 V2 in vielen Einzelteilen und muss händisch zusammengeschraubt werden. Und so fällt dann auch relativ schnell auf, dass beim VoxelLab die Schrauben anders positioniert wurden bei der X-Achse. Und das hat den großen Vorteil, die X-Achse lässt sich hier auch im verbauten Zustand sauber ausrichten, was beim Ender 3 V2 doch einiges an Arbeit bedeutet. Neu beim X2 ist hier der Filamentsensor und ein Griff oben, ja, ich sag mal scherzhaft, zum Wegwerfen. Der Knopf auf dem Extruder ist beigelegt als G-Code-Datei und kann ausgedruckt werden. Ist beim Ender 3 V2 bereits im Lieferumfang enthalten. Negativ beim X2 ist hier hinten der Abgang der Kabel. Ich habe hier schon das Kabel neu geklemmt, um es im Prinzip hier dem Druckbett ein wenig aus dem Weg zu nehmen, womit wir dann beim nächsten Punkt wären. Der Druckbettträger war leicht verbogen und so ist das Druckbett hier hinten gegen den Y-Stepper gestoßen. Ich hoffe mal, dass das nur ein Exemplarfehler ist. Die Ablage für Werkzeug und Kleinteile hier hinten liegt ebenfalls als Druckdatei dem Drucker bei und kann ausgedruckt werden. Ich habe es hier mal gemacht, um zu zeigen, dass es also funktioniert und passt. Leider wurde beim VoxelLab Aquila der Bereich hier unterm Druckbett verbaut und ungenutzt verbaut, leider nicht als Ablage mehr so ohne weiteres zu verwenden, wie das beim Ender 3 V2 der Fall ist. Das Druckbett selber ist leider von unten nicht gedämmt und hat als Auflage eine Ultra Base. Seitlich ist die Ultra Base mit zwei Klammern befestigt. Leider halten diese nicht besonders gut und das Druckbett verrutscht gern auf dem Heizbett, was natürlich dann schnell mal zu Fehldrucken führt. Ansonsten ist die Ultra Base selber genau das, was man sich unter einer Ultra Base vorstellt. Die haftet wirklich gut beim Druck und sobald diese unter 30 Grad abgekühlt ist, lässt sich das Druckteil ohne Kraftaufwand entnehmen. So wünscht man sich das eigentlich bei einer Ultra Base. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist ein Ender 3 V2 Nachbau. Alles, was wir vom Ender 3 V2 im Großen und Ganzen kennen, wie Riemenspanner und dergleichen mehr, finden wir auch hier. Das Ganze optisch hier und da mal ein klein wenig modifiziert, aber im Wesentlichen ist da kein echter Unterschied zu finden. Ich hoffe mal, dass die alternative Firmware von Axel im Internet noch demnächst irgendwann für das H32-Board angepasst wird
und wir dann auch dieses Mal hier an diesem Drucker testen können. Die Testdrucke, die ich selber durchgeführt habe, die könnt ihr im Beitrag euch etwas genauer anschauen. Sowohl Vasendruck als auch andere kleinere Tests haben alle sehr gut ausgesehen. Da gibt es nichts zu meckern. Ihr seht auch hier dieser Knopf für den Extruder, der wie gesagt als G-Code auf der SD-Karte beiliegt, wie auch hier hinten die Kleinteile-Box wurden auf diesem Drucker schon gedruckt und man findet da also wirklich nichts, wo man jetzt wirklich meckern könnte. Das sieht alles wirklich sehr gut aus und von daher, was das Druckergebnis anbelangt, gibt es eigentlich wirklich nichts zu schimpfen an diesem Drucker. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schaut einfach in den Beitrag. Das soll es für dieses Mal mit diesem Drucker hier erstmal gewesen sein. Und ansonsten teilt uns gerne eure Kommentare im Beitrag in unserem Blog mit. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe von drucktipps3d.de. Ciao.